Lucetta Scarafia ist Geschichtsprofessorin, eine streitbare Feministin und sie hat 7 Jahre das erste Frauenmagazin des Vatikans geleitet. Frauenkirche Welt. Donne Chiesa Mondo. Bis zu ihrem Rücktritt Ende März. Es war ein tiefer Schmerz heute, als die letzte Ausgabe erschien. Ich habe geweint. Sie zeigt uns ihren Abschiedsbrief an Papst Franziskus, in dem sie schreibt: Wir werfen das Handtuch, weil wir uns von einem Klima des Misstrauens und der Entmachtung umgeben fühlen. Mit ihr geht die gesamte Redaktion. 11 freie Autorinnen, die ein Heft gemacht haben über Frauen und die Kirche. Ein Thema war weibliche Identität. Wer sind die Frauen? Sind sie so, wie die Kirche sagt, oder so, wie die Feministinnen sagen? Ein zweiter Punkt, zu dem wir viel gearbeitet haben, die Beziehungen zu muslimischen Frauen. Dabei legten sie sich mit dem Klerus an. Im März 2018 wies sogar die New York Times auf eine Recherche hin. Im Vatikan-Magazin enthüllen Nonnen ihre ökonomische Ausbeutung. Februar 2019 ein weiterer Aufschlag. In dem Artikel Senza Tatto, ohne Berührung, beschreibt Scarafia, wie Nonnen von Kirchenmännern belästigt und missbraucht werden. Wenn die Kirche weiter die Augen vor dem Skandal verschließt, dann wird sich an der Unterdrückung von Frauen in der Kirche niemals etwas ändern. Der Artikel sorgte für solchen Wirbel, dass der Papst auf Nachfrage Stellung nehmen musste. Es gab Priester und auch Bischöfe, die das gemacht haben. Und ich glaube, dass man das immer noch macht. Und muss man etwas dagegen tun? Ja. Haben wir den Willen dazu? Ja. Aber es ist ein schwieriger Weg. Das war ein sehr wichtiger Moment, denn es wurde zum ersten Mal der Mantel des Schweigens gelüftet, den die Kirche ständig über den sexuellen Missbrauch gebreitet hat. Scarafia hatte mit einigen Frauen die Idee für das Magazin. Papst Benedikt 2012 zugestimmt. Als Beilage der offiziellen Vatikanzeitung, des Osservatore Romano. Gudrun Seiler kennt sich als Vatikanjournalistin bestens aus. Der alte Chefredakteur Giovanni Maria Vian habe sich kaum eingemischt. Vian und Scarafia kannten sich von der Universität, waren damals schon befreundet und Vian hat Scarafia große Freiheiten gegeben in der gemeinsamen Schaffung dieser Frauenzeitschrift, Donne Chiesa Mondo. Januar 2019 kommt ein neuer Chefredakteur, Andrea Monda, Anfang 50, Theologe. Er besucht ihre Konferenzen, um die Abläufe kennenzulernen, heißt es im Vatikan. Wir haben ihm gesagt, dass wir gewohnt sind, die Konferenzen alleine zu machen und die Interviewpartner selbst auszuwählen. Wir haben seine Art stark als externe Kontrolle empfunden. Kontrolle durch einen Mann, der so anders ist als sie, der zum allgemeinen Erstaunen einen Kommentar druckt, der eine Doku zu Missbrauch als oberflächlich bezeichnet. So kann man also verstehen, dass wir eine komplett unterschiedliche Linie hatten, bei einem unserer Meinung nach so wichtigen Thema wie dem sexuellen Missbrauch. Also haben wir entschieden, dass wir nicht mehr zusammen sein können. Monda erwidert, er habe dem Frauenmagazin die gleiche totale Autonomie und die gleiche totale Freiheit garantiert, die die monatliche Beilage seit Anbeginn kennzeichnet. Jetzt braucht das Blatt allerdings eine neue Redaktion. Die werde es schwer haben nach Scarafias Abgang. Sie hat sehr viel Gutes angestoßen, aber die Art und Weise, wie sie gegangen ist, hat leider auch viel Porzellan zerschlagen. Also das, was sie in den 7 Jahren hier geschaffen hat für die Frauen im Vatikan, das hat jetzt wirklich Schaden genommen. Scarafia glaubt, dass kritische Artikel jetzt ohnehin keine Chance mehr hätten im Magazin. Es wird nun sehr stark auf die Theologie ausgerichtet. Aber die Theologie macht niemandem Angst. Man wird nicht mehr über Beschwerden und Vorwürfe sprechen oder die reale Welt der Frau. Scarafia und die anderen wollen weitermachen, haben Ideen für neue Projekte anderswo.